Formel 1 startet durch in der Schule. Von der ersten Idee bis zum ersten Rennen, unterstützt von der Nordmetall-Stiftung. Schüler bauen ihren eigenen Formel 1-Flitzer. Ein Holzklotz entwickelt sich zum Siegerauto. Dazwischen liegt ein spannender Prozess. Mithilfe eines professionellen 3D-CAD-Systems wird aus einem Entwurf auf dem Bildschirm und einem Stückchen Walserholz der Rennwagenkorpus. Teams aus ganz Norddeutschland nehmen am Nordmetall Cup Formel 1 in der Schule teil, tauchen ein in die Ingenieurwelt und werden zu Formel 1-Experten. Was bei unserem Auto noch besonders ist, sind diese Löcher hier für, wir haben ein Kugellager, wollen wir da reinstecken. Und dass das besser rollt. Das ist halt besonders, weil das nicht alle Teams haben. Ein Tag vor dem großen Rennen, Lampenfieber und mehr. Die Freude darauf, so ein Rennen fahren zu können und auch die Vorbereitung mit dieser professionellen CAD-Software, das ist einfach nur spannend und gibt einen Einblick so in das Leben des Ingenieurs. 15 dürfen es sein. Selbst 15,2. Also 15 genau richtig. Wir haben überall. Okay. Wir sagen, ja, wir schaffen das. Und Bob der Baumeister, das ist im Prinzip dann auch der Name für unser Auto geworden. Bob 03 nennt sich der und ja, für den haben wir noch eigene Räder gebaut. Unser Auto ist schnell, das haben wir auch in Windkanaltests gesehen und wir glauben daran. Glaube an die eigene Stärke, akribische und emsige Vorbereitung, dazu ein intakter Teamgeist. Das sind die Zutaten für ein erfolgreiches Abschneiden. Ja, jetzt weiter bis morgen, werden wir noch einmal heute Abend unsere Sachen einmal komplett durchsprechen. Wir werden einmal gucken, halt, dass wir unsere Präsentation dann wirklich im Schlaf können. Und dann hoffen wir, dass wir auch heute Nacht gut schlafen. Boxengasse als Präsentationsbühne. Jedes Team zeigt sich von seiner besten Seite. Drei Boliden wurden gebaut, einer dient als Ausstellungsstück, zwei gehen auf die Rennstrecke und genau auf die konzentrieren sich mehr und mehr die Blicke. So, das war das offizielle Zeichen. Das erste Rennen geht los. Aber nicht nur das schnellste Auto macht ein Team zum Sieger. Grafik, Konstruktion, Sponsoring, Kurzvortrag, das beste Gesamtpaket gewinnt. Landessieger Hamburg im Nordmetall-Cup Formel 1 in der Schule. Für das Team, wer sagt nie? Die Meisterschaft Nord hat ihre Sieger gefunden, doch mit der deutschen Meisterschaft wartet schon die nächste Aufgabe. Schülerinnen und Schüler zwischen 11 und 18 Jahren jagen nach dem Titel. Das Fernziel, die Weltmeisterschaft, und jeder kann teilnehmen, spätestens im nächsten Jahr.